Hallo, geht weiter. Wir sind auf dem Nachhauseweg von der Höhle und jetzt haben wir erstmal die Artefakte zusammen, die wir für einen Bosskampf brauchen. Und dann wird es wohl gleich zu dem nächsten Bosskampf gehen. Also, viel Spaß Jawohl. dabei. Hallo und moin moin. Ja, ich muss mich hier mal ein bisschen sputen. So, der Tigerchen kann ganz schön rennen. Aha! Doch, dadurch, das geht. Na war. Springen. Ups. Halt. Papa machen. So. Was beißt du denn da? Achso, unerledigt. Und noch was zum Beißen. Happa machen. Schnippschildkrötensuppe. Oh, dich müssen wir, glaube ich, noch mal auf die Ausdauer ein bisschen. Das ist ja gar keine Ausdauer. Gehen wir jetzt rüber. Ja, das war aber nichts. Du wolltest mich verklauen, du Idiot. Genau. Erwischt. Deine Sünden werden sofort bestraft. Und große nach 9 Monaten. Oh, Scheiße. Hey, nein! Haut ab! Haut ab, ihr blöden Viecher! Kommen die nach? Kommen die nach? Oh, Scheiße. Moment, ich muss noch mal aus dem Messer raus. Da sind nämlich die Dinger. Jetzt müssen wir die erstmal platt hauen. So, ich gehe mal vor. Warte mal. Nein, warte, ich will vorgehen. Ich bin mutig. Leute, ich bin mutig. Entweder sterbe ich jetzt. Und... Yippie! Kommt her, ihr verdammten Viecher. Oh, das sind 4 Stück. Ich glaube, ich bin nicht mutig. Vielleicht kriegen wir so einzeln. Ah, ich bin gelähmt. Scheiße. Jo. Oh Mann. Muss schnell mal Luft schnappen. Ja, komm. 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 Komm ein bisschen näher an Land. Komm. Jo, den habe ich. Den haben wir auch. So, Nummer 3, 4. Ey, was willst du denn? Bist du es? Du war Piranha. Achso. Ja, gut. Haben wir noch ein paar Kniderier. So. Jetzt können wir endlich hier durch. Siehst du? Hoffentlich, nicht, dass jetzt da voll unten noch mehr auftauchen. Moment. Da kommt jetzt hier hoch. Ich glaube, wir machen, dass wir an Land kommen. Schnell, schnell, schwimm, schwimm. Komm, hoch. Sag doch, Katzen sind wasserscheu. Die wissen schon warum. Da. Ich glaube, wir schaffen es. Das sieht gut aus. Seid ihr schon zu Hause? Ich ja. Und ich Aha. auch gleich. Dauert aber noch einen kleinen Moment, dauert noch. Boing. Ich gehe hier mal rüber. Ich hoffe, dass wir schneller sind als das Bino. Kätzchen. Weiter, 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 weiter. Ja, wir schaffen das. Ups, der hat uns gar nicht bemerkt. Ja, so.
Sehr schön. Komisch. Dann kriegen wir denn von anderen Kämpfen auch die Dings angezeigt. Wenn du in der Nähe von irgendeinem von uns bist, der irgendwas macht, was Punkte gibt, kriegst du auch die Anteilswerte was ab. Aha. Ach, da war ja schon. Hast du alles, Manni? Ja, sicher. Gut. Da vorne ist wieder eine Kniederia. Ich hol mir die mal. Warte mal, ich steig mal vom ab hier. Machen wir sie nämlich alle schön hier. Komm her, du. Hast du mir schon wieder geklaut? Schon wieder meine Keule oder was? Wo können wir rüber? Ne, da hätten wir noch mehr Kniederia. Dass sich die elektrisieren. Oh. Na, Toto? Bin ich schon. Auch noch irgendwas Großes. Was Großes? Nur damit ich nochmal Level auf die Kling krieg. Ja, hier gibt es glaube ich keine großen Tiere im Moment. Sieht das nicht so aus. Das sind nur lauter Dodos. Ja, das ist ja auch die Einstiegsgegend. Zack. Hey. So. Ja, da oben haben wir dann in unserem Dings gebaut. Als erste Mal, als wir das Spiel kennenlernen wollten. Wir hatten, glaube ich, richtig Spaß. Ja. Überhaupt nicht, du warst doch mit dabei. Also kann man keinen Spaß dabei gehabt haben. Der ist schon wieder böse mit mir. Was ist denn jetzt? Ich hoffe, hier sind keine Kniderias. Geh mal unter, dass ich das sehe. Ja? Willst hoffentlich nichts von uns, hä? Geh weg, du! Mann, ich muss da oben. Hey! Hör auf hier! Ich hab gesagt, wir lassen euch in Ruhe. Jetzt kommt ihr doch angeschissen. Beiß dich, du! Beiß dich! Komm, wir gehen an Land, das ist uns hier zu blöd. Au! So, warte hier mal. Ich geh mal da und muss sie mal. Nee, halt mal ein. So. Jetzt mache ich den mal Ärger. Der ist ja schon tot. So wird's Manta, wollte ich schon mal gesagt haben. Aber eben waren das noch drei oder so. Zwei? Boah, ist ja geil. Einen hast du, glaube ich, gefressen, ne, Sabrina? So, weg damit. Komm, wir gehen heimwärts. Ich komme jetzt wieder. Ja, jetzt geht's. Hallo, guten Tag. Oh. Leder. Fleisch. Leder braucht Fleisch. Lassen wir da wieder durch. Moment. Ich muss da mal aufmachen. Ups. Ja. Hopp. Einmal da durch. Und los geht's. So, ich bin auch zu Hause. Ich guck gleich mal, dass wir das mal Metall habe ich jetzt. Gar nicht gesehen. Das habe ich, glaube ich, bei T-Rex reingetan. Ja. So, mal schauen. Können wir nämlich mal sehen, ob du noch. Doch, da ein bisschen haben wir noch. Ja, stimmt, wir haben ja noch was aufgenommen. Die Pfeile nehme ich mal aus. Den Rest. Ich werde das behalten. Das können wir reintun, das zerlegen wir. Ja. Fein gemacht, Sabrina. Fein gemacht.
Achso, da müssen wir hin. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Holz haben. Ach, da ist Benzin drin. Benzin? Ja doch, Benzin. Und dann lassen wir das gleich mal laufen. Wo bist du? Ich bin oben beim Schmelzofen. Ich habe gerade ein bisschen Metall noch da reingetan für Sabrina. So, jetzt kommen wir wieder runter. Das geht da rückwärts. So, Sabrina, ich stelle dich mal wieder zu den anderen. Dankeschön, dass ich dich reiten durfte. Ich nehme dir mal den Kram aus. Du hast nur das Fleisch. Kannst du dich hier so ein bisschen ausruhen? Du frisst, glaube ich, nur das Fleisch, ne? Fleisch war das, ne? Okay. Jo. Ein Kätzchen das Fleisch frisst. Die Pflanzen können wir dann hier in die Truhe tun. Okay, das nicht. Das ist für Kängurus. Achso, das war nur zum Zähmen. Diese Kristalle, die kann man da nicht reinziehen. So, jetzt haben wir aber unsere drei Dingsbums, ne? Die wir brauchen, oder? Nein, wir haben die Bumsdings. Also die Bumsdings, okay. Hast du schon welche rausgenommen, weil hier eine hier ist? Ja, habe ich. Okay. Gut, das heißt, du hast alle drei jetzt. Nee, zwei. Weil das dritte haben wir ja erst geholt. Das hast du jetzt und Manni jeweils eins. Okay, dann nehme ich meins jetzt mal mit. Oder, Manni? Ja, passend für den Boss. Ja, dann nehme ich meins jetzt mit. Und die anderen beiden hast du dann, Spock, ne? Ja. Gut. Okay, jetzt bin ich auf den Boss gespannt, Leute. Ich bin echt gespannt. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe es auch noch nie gespielt. Da bin ich echt gespannt. Wo müssen wir da hin? Ich würde sagen, da das ein grünes Vieh ist, würde ich sagen zum grünen Obelisken. Ja, okay, stimmt. Okay, das ist hingucken. Eine lasse ich hier. Ich glaube, ich nehme mein Gewehr mit. Das lasse ich jetzt auch hier. Die Maske lasse ich hier. Das Rezept sowieso. Das Beiglas brauchen wir auch nicht mitnehmen. Die Pfeile lasse ich hier. Amos bleibt auch hier. Nee, warte mal, umgedreht, wir machen das genau. Ich weiß. Das müsste in den Kisten liegen. So, mal schauen, was wir da haben. Da hätten wir ein Scharfschützengewehr. Das ist allerdings noch marode. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich Munition dafür habe. Ja, 149 Schuss. Ich werde noch meine Befürchtung 1 Aufsatz mitnehmen. Packen wir auch gleich da drauf. Und ich muss den Speer und die Pike unbedingt Teile machen. Wird gerade schon gelitten, ne? Ich sag ja, die Viecher da unten, die sind für das Werkzeug, also für die Waffen, hart im Nehmen. Ja. Denn meine überragende Pike, die hat ja da unten total ihren Geist auf ihr, obwohl sie zu 100% intakt war. Ja. Kommst du mal gerade raus? Ja. Ah, soll ich das jetzt verwalten? Ja, du darfst uns ins Unglück stürzen. Na gut, dann mache ich das aber auch gründlich, ja? Ja. Okay. Also wie gesagt, du hast jetzt 3 Artefakte und die brauchen wir. Also nimm sie auch mit. Ist gut. Okay, warte mal. Ich habe noch die Axt, ich habe noch die Pike, die muss ich aber heile machen.
Das können wir, glaube ich, hier drin machen. Ich hoffe, ich habe genug Material. Sonst wird das eng. Doch, sieht gut aus. Reparieren. Ich kann nicht reparieren. Warum kann ich nicht reparieren? Man muss das doch in der Werkbank gemacht werden. Weiß ich jetzt gar nicht. Das ist sie doch, ne? Ja, sieht gut aus. Ja, hier geht's. Okay. So, die nehme ich nochmal mit. Die behalte ich hier. 149 Schuss sind nicht viel, aber wir haben noch die Pike, das müsste reichen. So. Hoffe ich doch. Hatte auch mein Revolver, meine ich. Wo habe ich den denn gelassen? Ich schätze mal, der ist verloren gegangen. Bei irgendeiner Wir-sterben-jetzt-Aktion. Ach ja, das da im Eis, ne? Ja. Okay, dann werde ich wohl doch nochmal die Armbrust einstecken. Also ich würde jetzt keine hohen Klamotten mitnehmen. Also jetzt keine wertvollen, ne? Ja, ich guck gerade, was ich anhabe. Alles, Also das, was ich habe, ist nicht mehr wertvoll. Ich habe alles so mit, dass ich, ich mich verteidigen kann, dass ich kämpfen kann und dass ich notfalls was reparieren kann. So, dann lass ich so die, wie ich, ja. Die nehme ich mit, das ist egal. Nur die Pike werde ich also sonst weiß ich, ob mein... Ich habe ja nur 620 Nahkampfschaden. Ich würde aber auf jeden Fall dann zwei Piken oder drei Piken mal mitnehmen. Echt? Okay, ich habe... Ja, falls eine kaputt geht, dann stehst du dann mit bloßen Händen vor dem und kannst ihm nur noch drohen. Ja, ich habe noch, die Armbrust. Die wollte ich noch mitnehmen. Das lassen wir hier. Die drei brauchen wir. Dann habe ich eine zweite einfache Pike. Och, genau, die könnte ich eigentlich da unten mit hinlegen. Die Hacke, Axt und Dings lasse ich hier. Alles, oder ich nehme. Würde ich nicht mal unbedingt machen. Weil vielleicht finden wir ja auch was zum Abbauen. Und dann stehst du dann da. Ja, ja, ist gut. Aber dann nehme ich eine normale mit. Ja, ja. Fast normale. Eine, die ein bisschen fortschrittlich ist. So. Hier sind mal Pfeile, die können wir auch noch mitnehmen. Was haben wir denn da für eine Armbrust eigentlich? Das ist nur 129. Müsste eigentlich reichen, ne? Ich nehme die mit. Ich glaube, ich möchte doch die bessere mitnehmen. So, dann haben wir die. Also zwei gute Sachen habe ich dabei. Und ja, eine Fackel, die überragend ist. Aber das hält einfach nicht länger. Ja, ich wäre soweit schon. Achso, Kleidung. Stopp, Kleidung. Weiß ich, das ist jetzt noch 10 Minuten die Folge. Sortiert euch, bringt alles in Ordnung. Und dann können wir uns da gleich drum kümmern. Wollte ich gerade gesagt haben, ja. Okay. Das behalte ich. Das kann raus. Ich habe gar nicht zu essen, das weiß ich. Doch, das Fleisch da unten. Die könnte ich raus. Das auch. Das kann da rein. Etwas Holz dazu. Das ist noch genug. Ja, ihr seht, das Publikum, ihr seht, dass wir schon wieder machen. Das ist aber leider nun mal so in diesem Spiel. Wir spielen keine... Wir wollen alles kaputt hauen, Spiele. Und wir wollen nur kämpfen, Spiele. Wir machen auch Vorbereitung. Wir bauen auch. Und das gehört einfach dazu. Und wir gehen uns gegenseitig auf den Sack. Ja, das sowieso. Das machen wir immer. Nein. Das ist normal. Wenn ihr wüsstet, wie viel wir noch zusammen gespielt haben. Oh ja. Wie viele Stunden? Also das sind bestimmt schon jetzt 1000, also wenn nicht sogar deutlich mehr.
Ich überlege, wenn diese Bosse, ob die irgendwie. Die sind doch bestimmt auf einer Ebene, ne? Inwiefern auf einer Ebene? Hm? Ja, also keine Kletterei ich oder. Ich denke mal, die Kampffläche ist das unterm keine Strahl. Was meinst du, Manni? Ich denke mal, die Kampffläche ist unterm Strahl. Oder wir werden irgendwo hin teleportiert. Das weiß ich jetzt leider nicht. Letzteres. So viel kann ich schon mal, weiß ich. Also du wirst teleportiert. Alles klar. Aha, das heißt, wir wissen gar nicht, wo wir landen. Genau. Na gut, da ich ein bisschen was weiß, weiß ich, wo wir hin teleportiert werden im Grunde. Aber was dann für ein Boss ist, keine Ahnung. Ja, ich hoffe nur, wir haben nichts, wo Enterhaken oder irgendwas braucht, weil ich sonst abstürze. Glaube ich nicht. So. Achso, ich wollte noch andere Kleidung anziehen. Jetzt muss ich mal. Ich glaube, ich habe. Das war, glaube ich, nur Tauchausrüstung hier. Ah, hier ist eine einfache Lektion. Und ihr solltet vielleicht auch noch eine zweite Rüstung mitnehmen. Ich hoffe, dass der Lederrüstung reicht. Ja, ich renne nur mit Lederrüstung. Ich habe hier nämlich komplett aufgewertet, habe ich zwei Stück. Eine, die ich trage und eine... Ja, aber du nimmst schon die aufgewertete. Ja, gut, die kostet ja auch nichts, die Lederrüstung. Außer Fasern, Leder und Stroh. Ja, hast recht. Die kannst du ja in tausendfacher Ausfertigung ja, hier. Ja, das Stiefel muss ich nochmal aufwerten. Hosejacke, Mütze, Handschuhe halt auch noch. Mach ich das nochmal fertig. Stimmt, da haben wir ja genug Leder. Haben wir ja, müssten wir ja eigentlich haben, ne? Warte mal, wieder. Ja. So. Werden wir die nochmal auf. Mach das Ding weg. Aufwerten hier. Ich bin schon wieder überhitzt, ey. Muss ich mich schon wieder nackig machen? Gib doch zu, du zeigst dich gerne nackig. Ach ja. Toll, ey. Du Exhibitionistin, du. Ja. da. Mit der war. Na gut, die sind nicht mehr hundertprozentig, aber. Konntest du doch reparieren, oder was? Ja, ich mach gerade, warte, ich gerade. Das ist die Mütze noch. Was ist mit der Mütze? Beide nicht gut, muss ich heile machen. Die Stiefel auch so. Gut. Reparieren. Reparieren. Ach, da ist nichts zu reparieren, okay. Auch reparieren. Nochmal reparieren. Auch gut. Das braucht nicht repariert werden. Warte mal, ist der überragend? Nein, ja, ist überragend. Das ist überhaupt überragend. Falls. Super. Ah, die beiden müssen noch. Mal, warte mal. Man kann das so schlecht erkennen, finde ich. So, warte. Nee, wir sind doch richtig hier. Warum ging das jetzt hin? Das ist überragend. Das nicht. Skippy. Handschuh war das, ne? Ja. So. War überragend. Nein, ist ja nicht überragend. Was brauchen wir denn noch? Rode. Okay. Was Leder. Hör auf zu jammern. Ich spring gleich ins Wasser, du. Oder jammert schon, ja. Ah, das ist fertig, wie es aussieht. Jawohl. Den noch. Jetzt sind sie gut. Gut, jetzt habe ich auch zwei mit.
ich denn so erhitzt? Ich hab doch gar nichts gemacht. Sollen wir schon mal uns auf den Weg machen, damit wir dann direkt, wenn wir die nächste Folge starten, den Kampf dann machen? Ne? Meinst du? Wie weit ist es bis zum Grün? Pflanzenfresserinsel. Das war ganz unten rechts. Ist ein Stück, ne? Dann können wir sagen, wir sind unterwegs und fertig. Ja. Oder so. Ja. Mein Vulkan ist der blaue, hinter uns ja der rote. Ja. Dann bleibt ja nur noch der hinten bei der Pflanzenfresserinsel als grüner. Ach nee, das war oben rechts. Oben rechts, ne? Nee, unten rechts. Wo? Unten rechts, ja. Weil die Pflanzenfresserinsel ist ja im... Wanderer hat wieder gepfiffen. Ich hab nicht gepfiffen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich hab gar nichts gemacht. Warum kommen die denn alle in die Ecke da? Also ich hab wirklich nicht gepfiffen. Ich war ja auch gar nicht da. Stimmt. Was ist los, ihr Lieben? Hier ist doch nichts. Und der Jumbo gehört zu uns. Der guckt übrigens auch über die Mauer. Also hier muss irgendwas gewesen sein. Oh, Vollversammlung der Tiere. Ja. Aber ich habe wirklich nicht gepfiffen. Stimmt, ich habe auch nichts gehört. Ich bin ja ein bisschen eingedeppert, aber deppert bin ich auch. Okay, so, ja, wollen wir losfliegen oder irgend sowas? Nein, Moment. Ich würde sagen, wir fliegen auf jeden Fall. Jo. Nie an, ne? Was nehmen wir denn? Wir nehmen einen kleinen Vogel mit. Ich nehme den kleinen mit. Meine kleine Christa. Ja, die Christa hat sich auch... Komm, Christa, wir müssen hier mal... Du bist zumindest schnell. Relativ schnell. Also ich nehme meinen Abengabes. Ja? Pfeife möchte ich hier lassen. Nein, ich nehme heute mal mit Christa los, da dackeln. Kann ich zwar nicht viel tragen, aber das macht ja nichts. Kann ich sie noch ein bisschen leveln? Die hatte mir erst 77. Das schmeißen wir jetzt einfach raus. Ach, wir haben ja eh schon so viel. Warum habe ich das Zeug denn jetzt noch bei mir? Halt, falsch schon. Moment, das war hier. So, können wir. Wer trampelt denn da so? Dora, bist du das? Was guckst du? Ey, was stehst du denn so schräg? Einfach nur so. Weil das kann. Okay. So. Yippie. So, lande mal. Wir müssen mal die anderen Tiere auseinander pflücken. Was haben wir denn hier, Bertha? Können wir wieder hier hinstellen? Komm, stell dich wieder hier hin. Und dann haben wir hier noch... Warte mal, Bari. Welcher Bari? Ach, du bist das, Bari. Bari, komm mal rum hier um die Ecke. Oh. Kannst auch hier stehen. Ui, wer ist denn das? Hä? Kleiner Kind. Kriegst du. Killer 2. Kannst du mich tragen, Killer 2? Jo. Wir machen das so. Wir müssen einmal den Part beenden. Muss wir hier einmal was kontrollieren. Und dann fliegen wir gleich zum Aufnahmegebiet los und dann starten wir einfach. Ja. Na? Also, okay. Ihr Lieben, ihr habt's gehört. Wir sind mit den Vorbereitungen soweit fertig. Wir sagen einmal Tschüss. Macht's gut. Hab viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Und wir gehen davon aus, ihr tut nur Gutes. Gut wäre ein Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, liebe, nette Kommentare, konstruktive Kritik. Dafür haben wir euch ganz lieb und wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Also, tschüssi. Tschüss.
Bye bye. Okay.